So, 14:01, ich denke jetzt. Okay, liebe Kommilitonen, 14:01, ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich grüße euch zum vierten AMA Ask Me Anything. Mal schauen, was wir heute irgendwie anstellen können. Aber lasst uns das Ganze hier nicht beginnen, bevor ich nicht euch ein frohes neues Jahr gewünscht habe. Denn das habe ich so über die Kamera so direkt eigentlich überhaupt noch gar nicht machen können. Ich glaube, in irgendeinem Video habe ich mal irgendwie das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr begonnen. Aber wenn man das irgendwie asynchron anschaut, die ganze Geschichte, dann passt es natürlich überhaupt nicht mit dem Jahreswechsel zusammen. Darum, willkommen in 2021. Ich hoffe, die Kiste läuft ein bisschen mehr geradeaus als das letzte Jahr. An uns hier in der Informatik 1 soll es nicht liegen. Ja, uns bleibt ja sowieso irgendwie nur noch bis Ende Februar, um die ganze Geschichte hier weiterzufahren. Das heißt, wir nähern uns eigentlich so langsam dem Ende von dem Ganzen. Ich hoffe, ihr seid da noch mit Spaß dabei. Wir sind es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, uns bleiben noch irgendwie so 6 Wochen, wie ich irgendwie in der ganzen Geschichte. Ein paar Dinge haben wir euch noch zu erzählen. Ein paar Chapters und ein paar Videos haben wir schon in petto, haben die schon gedreht und werden die irgendwann posten. Der Zug läuft ganz normal weiter, der Informatik 1 Zug. Also, willkommen in der 2021 Variante davon. Okay, das war das frohe neue Jahr, genau. Dann mal einen Checkmark machen hier. So, genau, alles da. Ihr habt mitbekommen, die Lage da draußen ist nicht so, wie wir sie haben wollen. Ja, der Alltag wird durch die Regelungen bestimmt, die uns diese Covid-19-Pandemie irgendwie reindrückt. Da mag man von halten, was man will, aber wir können uns nicht an den Regelungen irgendwie vorbeischieben. Also, Konsequenz ist, wir müssen für diese Vorlesung und auch für Ihren Prüfungsbetrieb entsprechend Konsequenzen ziehen. Ihr habt das alle im Forum schon gelesen. Es wird in dieser Variante oder in dieser Version der Informatik 1 keine Präsenzklausur geben. Ja, wer am 2. März am Nachmittag sich irgendwie freigenommen hat, weil er die Informatik 1 Klausur hier auf der Morgenstelle schreiben wollte, der kann sich für diesen Nachmittag irgendwas anderes Cooles vornehmen. Es wird nämlich keine Klausur geschrieben. Ich sage das hier nochmal so offen, weil wir schon oft Klausuren und Prüfungen abgesagt haben, also öfter oder ab und zu mal, und die Leute trotzdem aufgelaufen sind sozusagen. Ihr könnt gerne am 2. März auf die Morgenstelle kommen. Bitte haltet Abstand. Es wird aber trotzdem keine Klausur geschrieben werden. Okay, stattdessen werden wir die Prüfung über den wöchentlich laufenden Übungsbetrieb machen, so wie wir das schon irgendwie am Anfang des Semesters irgendwie ja zuerst vermutet haben und uns dann immer die Option offen gelassen haben. Inzwischen können wir davon profitieren und können tatsächlich diese Option ziehen. Okay, also der wöchentliche Übungsbetrieb, an dem ihr schon seit Anfang des Semesters teil seid, Anfang November, wird eure Endnote hier in der Informatik 1 bestimmen. Es wird nicht nur ein Bestanden und nicht Bestanden geben, sondern es wird ganz normale Noten geben von 1,0 bis 4,0, beziehungsweise halt leider nicht bestanden. Das werden wir anhand einer Notenskala ausrichten, in der wir irgendwie sagen, hey Mensch, wer 100% der Punkte hat, bis zu 98% der Punkte, der kriegt eine 1,0, nagelt mich nicht auf die Prozentpunkte fest. Das ist hier einfach nur so auf den Tisch gekippt. Ja. Wer da drunter liegt, der wird eine 1,3 bekommen, wer da drunter liegt, eine 1,7 und so weiter, bis wir dann irgendwann bei den 60% unten anlangen, 60% der Übungsblattpunkte, die man erreichen kann, bei der man gerade diese Vorlesung gerade noch besteht, wer da drunter fällt, den müssen wir leider nicht bestanden irgendwie auf den Schein stempeln. Okay, also der Übungsbetrieb bestimmt, wie eure Note hier an der Stelle irgendwie aussehen wird. Das bedeutet nicht, dass in der Informatik 1 keine Prüfung stattfindet. Es findet kleine Klausur statt, aber die Prüfung eurer Leistungen findet über den Übungsbetrieb statt. Das bedeutet, ihr müsst euch für die Prüfung in Informatik 1 anmelden. Okay? Vorsicht. Ja. Oh, keine Klausur, super, ich muss mich nicht anmelden. No, ihr müsst euch anmelden zur Prüfung, ansonsten können wir euch keine ECTS verbuchen. Und es wird irgendwie, ich schätze mal, heute Nachmittag, vielleicht heute Abend, vielleicht morgen ein Posting im Forum geben, in dem wir diese Anmeldemodalitäten, die Anmelderegelungen zu dieser Vorlesung nochmal ganz genau und klipp und klar irgendwie formulieren werden. Eine Vorabversion davon, in kurz, kann ich euch jetzt schon mal geben. In Kürze, vielleicht auch heute, vielleicht erst morgen, schalten wir einen Infomark-Funktionalität frei, die euch erlaubt, euch hier für die Prüfung in Informatik 1 anzumelden. Das wird ein einfaches Checkmark sein, weil ihr euch zu diesem Zeitpunkt schon mit eurem Passwort und so weiter legitimiert und ausgewiesen habt, reicht es uns an der Stelle, mit einem boolschen Flag, mit einem Checkmark von euch einzusammeln. Ja, ich möchte mich in der Informatik 1 prüfen lassen, ja oder nein. Sollte das Checkmark auf Nein gesetzt bleiben,
Werdet ihr in der Informatik 1 nicht geprüft, dann könnt ihr Punkte einsammeln im Übungsbetrieb, wie ihr wollt. Ihr bekommt am Ende genau 0 ECTS verbucht für die ganze Geschichte. Meldet euch über diesen Checkmark in Informark an. Natürlich gibt es dazu einen entsprechenden Hinweis im Forum, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber setzt diesen Checkmark. Ohne Checkmark keine Prüfung. Ihr habt bis zum 31. Januar, bis zum Ende des Monats, das ist irgendwie Sonntag in, was weiß ich, 11, 12 Tagen, habt ihr Zeit, diesen Checkmark zu setzen. Danach schalten wir diese entsprechende Möglichkeit ab. Wer an dem Übungsbetrieb der Informatik 1 teilnehmen will, diesen Checkmark setzen bis 31. Januar. Nicht jetzt im Informark nachschauen, der entsprechende Checkmark ist noch nicht sichtbar. Schalten wir bald frei. Das ist die eine Hälfte der Anmeldung zum Übungsbetrieb. Die andere Hälfte zum Übungsbetrieb ist genauso wichtig und die führt über den offiziellen Anmeldeweg, der zu eurem Studiengang gehört. Okay? Nur weil ihr diesen Checkmark gesetzt habt, befreit euch das nicht von der Notwendigkeit, euch über ALMA zum Beispiel anzumelden oder einen anderen offiziellen Anmeldeweg in eurem Studiengang zu wählen, der euch zur Verfügung steht. Beide Dinge müssen gemacht werden. Okay? Beide Dinge müssen gemacht werden, damit ihr hier an der Stelle irgendwie korrekt angemeldet seid. Wenn ihr bei uns nur den Checkmark setzt, aber euch nicht über ALMA anmeldet, guckt nachher das Prüfungssekretariat doof und sagt, hey, Fubar, der hat sich gar nicht für die Prüfung angemeldet. Ihr wollt ihm 9 ECTS geben? Geht leider nicht. Okay? Also beide entsprechenden Anmeldewege beschreiten. Es gibt einige Kommilitonen von euch, die können den zweiten Weg nicht beschreiten. Einfach aus was weiß ich, Organisationsstudiengangs, organisatorischen Gründen. Ja. Es gibt ja einige Studiengänge und auch einige Individualfälle unter euch, denen steht der Weg über ALMA oder einen anderen formalen Anmeldeweg, steht denen nicht zur Verfügung. Diese Kommilitonen werden natürlich nur in Informark den Checkmark setzen, aber das auf jeden Fall. Okay? Ich denke, das müsste eigentlich relativ klar sein. Man kann sich von so einer Prüfung auch wieder abmelden. Die Abmeldung geschieht formal über euer ALMA-System oder über den formalen offiziellen Weg, wie ihr euch in eurem Studiengang von Prüfungen wieder abmeldet. Wir wären euch auch dankbar, wenn ihr uns eine entsprechende E-Mail dazu schickt, hey, ich hatte mal bei euch das Checkmark gesetzt, ich melde mich von der ganzen Kiste ab, bitte streicht mich und so. Das wäre sehr dankbar, da wären wir sehr dankbar für euch. Auch die entsprechenden Details packe ich dazu ins entsprechende Forumsposting, aber das wäre der Modus zur Abmeldung. Alrighty. Gibt es dazu irgendwie an der Stelle schon Fragen? Ich guck mal hier rüber zu dem, was mir der Chris hier in den Slack reinwirft. Jetzt wähle ich den Chris-Channel aus. Da ist noch empty. Okay, alles da. Dann kann ich ja einfach weiter blubbern. Entschuldigung. Ja, hau rein. Hören Sie mich? Ja, klar. Ich wollte fragen, bei dem Forum stand, wenn man 60% oder so hat, kriegt man 6 von 9 Credit Point. Nein, das steht da nicht. Falsch. Okay, gut, dann. Okay. Nochmal lesen, ja. Nochmal lesen und, okay, alles klar. Ich wäre dir dankbar, wenn du dein Mikrofon muten würdest. Danke. Okay. Wenn du eine Frage hast, bitte stell die Fragen wie alle anderen auch über den entsprechenden Chat von Zoom. Den beobachtet nämlich mein Mitarbeiter Chris und die Frage, die er da stellt, die wirft er mir hier rechts neben mir auf meinen Laptop. Und dann kann ich darauf entsprechend irgendwie antworten. Das wäre super nett. Ich danke dir. Tut mir leid. Kein Problem. Alles klar. So, weil der Prüfungsbetrieb jetzt über den Übungsbetrieb läuft und wir über diesen Übungsbetrieb entscheidet, ob ihr besteht oder nicht besteht oder ob ihr eine 4,0 bekommt oder eine 1 mit Sternchen, ist es umso wichtiger, dass wir weiterhin darauf bestehen, dass ihr Individualleistungen im Übungsbetrieb erbringt. Was vollkommen inakzeptabel ist, ist Arbeit von euren Kommilitonen zu kopieren oder euren Kommilitonen eure Lösungen vielleicht auch nur in Auszügen zur Verfügung zu stellen. Es tut mir leid, ich habe in den Lehrevaluationen, wir kommen gleich darauf, die entsprechenden Kommentare dazu eingefahren. Nach dem Motto, hey super, ihr erzieht uns zu Einzelkämpfern. Dieser Modus schützt uns jetzt vor einer Präsenzklausur. Hätten wir ihn nicht so gefahren, dann würden wir jetzt so dastehen wie in der Mathe 1 oder in der ETI. Dann dürftet ihr nämlich alle quer durch Deutschland reisen und euch hier auf der Morgenstelle einfinden und nett prüfen lassen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht elektronische Klausuren stattfinden. Jedenfalls ist der Modus ätzend, der euch da erwarten wird. Ich denke, in der Informatik 1 haben wir einen ziemlich guten Weg gewählt. Ja? Der Preis, den wir dafür bezahlen, ist Individualleistung in den Übungen. Warum betone ich das hier so? Weil wir das ja schon seit 1. November so machen. Weil wir einen Peak in den Plagiaten hatten, die uns in den letzten Tagen aufgetischt wurden.
das Ding, dieser Plagiatspeak, ja, die Inzidenz der Plagiate, ist richtig gut runtergegangen. Wir waren eigentlich nahe Null. Jetzt zum Übungsblatt 6 und Übungsblatt 7 haben wir einen ordentlichen Surge an Plagiaten gesehen. Und das ist vollkommen inakzeptabel. Ihr wisst, dass unsere Plagiatsuchmaschinerie auf vollen Touren läuft. Ja, in diesem Raum bin gerade ich, der Chris ist hier. Es gibt andere Mitarbeiter, die zurzeit damit beschäftigt sind, eure Abgaben zu durchsuchen und dort Plagiate zu finden. Und wer denkt, dass das vergebene und verdeutete Zeit ist, ja, dem kann ich nur zustimmen sozusagen. Wir haben fast den ganzen Mitarbeiter abgestellt, der sich irgendwie nicht Fulltime, aber zum großen Teil einen Lion's Share deiner Time darauf konzentrieren muss, eure kopierten Lösungen zu finden. Kopierte Lösungen werden auch gefunden, wenn sie da draußen im Internet irgendwie von euch per Google gefunden wurden und irgendwie, vielleicht minimal geändert wurden und so in den Übungsbetrieb eingereicht wurden. Natürlich kennen wir nicht alle Internet-Repos da draußen, wäre noch schöner, aber wir kennen eine ganze Menge und wir haben eine ganze Menge kopierten Code aus dem Internet in euren letzten Abgaben gefunden. Don't do it. Das ist genauso ein Plagiat wie jedes andere Plagiat auch. Wir nehmen uns zudem die Freiheit, Plagiate rückwirkend zu finden. Ja, ein Verjähren von Plagiaten, so nach dem Motto, Mensch, das haben die im Übungsblatt 3 nicht gefunden. Ich glaube, damit bin ich durchgekommen. Don't count on it. Ja, wir suchen Plagiate auch rückwirkend, jetzt wo wir einige mehrere Repos aufgetaucht haben. Einige von euch wird es auch rückwirkend erwischen und die bekommen die entsprechenden Plagiatsmeldungen für schon zurückliegende Übungsblätter serviert. Natürlich auch für kommende Übungsblätter. Leute, schreibt nicht ab. Okay, nehmt euch nicht die Möglichkeit, entsprechend individuell zu üben. Ihr kommt am Ende dabei eigentlich nur schlecht bei raus. Okay, alles klar. Das nochmal doppelt unterstrichen. Hätte ich an der Stelle nicht gemacht und gerne darauf verzichtet, wenn wir nicht gerade so einen Peak erleben würden. Okay, tut mir leid. Alles klar, hier ist schon ein bisschen was reingekommen. Lass mal kurz gucken. Nils fragt, lieber Professor Grust, der Weg über Alma ist für mich nicht möglich. Wie wird die Note dann ans Prüfungsamt weitergeleitet? Eine Weiterleitung von Noten an Prüfungsamt in bestimmten Studiengängen wird bei uns so richtig, weil das hier eine echte Exzellenzuniversität ist, das wird normalerweise über Excel-Sheets oder sowas gemacht. Ja? Eure Noten werden an die entsprechenden Prüfungssekretariate weitergeleitet. Falls das mal nicht geschehen sollte, ist die entsprechende Note bei uns hier, bei mir im Sekretariat, bei der lieben Frau Weber registriert. Sollte sowas mal dann auch in N Wochen in eurem Prüfungssekretariat noch nicht eingetroffen sein, fragt bei uns nach, bei Frau Weber geht keine Note verloren. Im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, stellt euch Frau Weber so richtig guten alten Papierschein aus, mit dem ihr zu eurem Prüfungsamt gehen könnt und sagen könnt, guck mal, ich habe Informatik 1 bestanden und der Gruß hat mir eine 1,7 gegeben, obwohl ich nur Plagiate eingereicht habe. Geil, oder? Alles klar, so läuft das dann. Okay? Ja. Also normalerweise läuft die Meldung an die Prüfungssekretariate automatisch, ja. Aber falls das nicht funktionieren sollte, bei uns nachfragen, hier geht keine Note lokal verloren. Ist man durchgefallen, fragt Ermal, wenn man sich nicht angemeldet hat. Wenn man sich nicht angemeldet hat, kann man nicht durchfallen, weil man gar nicht geprüft wird. Wenn man sich nicht anmeldet, kann man auch keinerlei ECTS bekommen und ist natürlich an der Stelle auch nicht durchgefallen. Wenn ihr angemeldet seid, aber dann unter 60% der Punkte in den Übungsblättern erreicht, dann seid ihr durchgefallen. Ganz einfache Kiste. Wer sich nicht anmeldet, kann nicht bestehen, der kann aber auch nicht durchfallen. Ich denke, das ist eine relativ einfache Regelung. Die ist übrigens nicht Informatik 1 spezifisch, das ist allgemein im Studienbetrieb so. Ohne Prüfungsanmeldung keine Prüfung. Damit auch kein Durchfallen. Super Taktik, aber könnte in einigen Studiengängen auf die Füße fallen. Es gibt nämlich zeitliche Begrenzungen, die in einigen Studiengängen herrschen. Sogenannte Orientierungsprüfungen, die sagen, Mensch, wenn du innerhalb der ersten, ich weiß nicht, 4 Semester, ja, ersten 2 Jahre nicht die folgenden Vorlesungen geprüft hast sozusagen, dann bist du raus aus dem Studium. Bitte das beachten. Ja? Nicht, dass euch irgendwelche Zeiten irgendwie oder Fristen irgendwie verstreichen, ihr die ganze Informatik 1, vielleicht die 2 auch vorbeirauschen lässt, weißt was, ich lasse mich nächstes Jahr prüfen, kann man gerne machen, aber bitte behaltet solche Fristen im Auge. Das hier ist keine offizielle Studienberatung, ihr seid in so vielen Studiengängen eingeschrieben, dass wir die ganzen Details dazu leider nicht auf Lager haben können, könnte ich niemals richtig anwenden und niemals richtig reproduzieren, darum dieser generelle Hinweis, Leute, achtet auf irgendwelche Fristen, ja, wenn ihr irgendwie Möglichkeiten zur Prüfung einfach so vorbeisausen lässt. Okay. So.
Ah, genau. Hier ist eine Frage zu Plagiaten. Malek fragt: Ich habe eine Funktion Filter von meinem Tutor in meiner Aufgabe 1 zu 1 übernommen. Gilt dies auch als Plagiat? No, weil Filter ist sowieso offiziell in den Vorlesungsunterlagen zu finden und sogar vom Video von mir vorgesungen worden. Ja, gut, dass der Tutor dir das Ding gegeben hat. Das Ding war nämlich sowieso offen und frei bekannt. Okay, damit ist es überhaupt null Problem. Alles klar. So, warte mal. Zurzeit ist hier Fragenflaute. Dann kann ich nämlich kurz auf was anderes und ich kann ein dickes Danke an euch loswerden. Ein Danke dafür. Ich hole mal das kurz rüber hier. Das hier ist die Lehrevaluation. Ich weiß, ihr könnt das zurzeit noch nicht lesen, aber ich kann meinen PDF-Viewer so auf ein bisschen größer schalten. Okay. Sagt mir, wenn das irgendwie zu klein ist, dass man irgendwie lesen kann. Ihr müsst jetzt nicht die Details lesen, aber ihr seht, hey, das ist die Evaluation der Vorlesung von Prof. Grust, der Informatik 1 im WS 2021. Tatsächlich ist die Evaluation abgeschlossen. Ich danke jeder und jedem von euch, der sich die Zeit genommen hat, diese Formulare auszufüllen. Ich weiß, das kann super mega ätzend sein, weil wir nicht die einzige Vorlesung sind und ihr für allen Vorlesungen gefragt werdet, bitte diese Formulare auszufüllen. Okay, darum bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ihr seht, dass der Rücklauf hier an der Stelle ungefähr bei ja, 38% war oder so. Das ist sogar überdurchschnittlich gut. Normalerweise landet man so bei 32%, vielleicht 34% oder sowas. 38% ist gut. Ich bin euch echt dankbar für jeden und jede, der sich irgendwie die Zeit genommen hat, diesen Bogen auszufüllen. Das waren immerhin fast 280 Leute von euch. Das finde ich super cool. Danke. Das ist eine Goldmine für uns, um da drin irgendwie entsprechende Kommentare zur Vorlesung zu finden. Jetzt ist die Vorlesungsevaluation in diesem Semester leider relativ spät gelaufen. Ich habe auf unsere Studiendekanin eingewirkt und habe versucht, Mensch, lass uns das vor Weihnachten machen. Je früher das Ding läuft, desto besser kann man im laufenden Semester noch reagieren und vielleicht hier und da mal ein Bit kippen an der Vorlesung. Ist leider ein bisschen später gelaufen. Jetzt liegen die Ergebnisse erst vor. In gewisser Art und Weise können wir noch darauf reagieren. Vieles von dem können wir aber vielleicht erst in der kommenden Informatik 2 gerade ziehen oder in kommenden Informatik 1. Ganz allgemein zum Ergebnis, ich kann mir mal scrollen, das ist irgendwie, sieht immer cool mit Statistiken aus und so. Was mich sehr freut, ist das hier. Ich gebe der Lehrveranstaltung die Gesamtnote. Da steht im Durchschnitt eine 1,4. Okay? Der Wert ist phänomenal, super, mega geil. Ja, wenn man das vergleicht mit allen anderen Lehrveranstaltungen, die zurzeit hier im Fachbereich Informatik laufen, dann ist das die allerbeste Bewertung. Wenn man mal zwei kleine Veranstaltungen ausklammert, in denen noch nicht mal 10 Leute sitzen, das sind irgendwelche so super Spezialvorlesungen. Ich glaube, da gab es irgendwo mal eine 1,3 oder sowas. Ja, das hier ist eine Vorlesung mit über 700 Leuten. Und da haben wir durchschnittlich eine 1,4 bekommen. Das ist die allerbeste Bewertung, die irgendeine von diesen größeren Vorlesungen irgendwie bekommen hat. Ich möchte euch sehr dafür bedanken. Ja, wir arbeiten hart an der ganzen Geschichte. Das ist ein schönes verspätetes Weihnachtsgeschenk an uns. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Das motiviert uns, auch in der Informatik 2 und so weiter entsprechend irgendwie weiterzumachen. Herzlichen Dank dafür. Wenn ihr hier reinschaut in so eine Lehrevaluation, dann kommen ja lauter Zahlen und was weiß ich. Aber irgendwann kommt hier so ein entsprechender Part mit Freitexten. Das sind die ganzen Freitexte, die ihr uns irgendwie gegeben habt. Ja. Die sind wirklich Gold wert. Ich habe einen ganzen Abend bei mir zu Hause auf dem Sofa gesessen und habe mir die Dinger durchgelesen, habe die meiner Frau vorgelesen und wir sind teilweise vor Lachen vom Sofa gefallen, weil da so ungeheuer coole Sachen drin sind. Ich danke euch für die vielen netten Kommentare, die ihr da an der Stelle irgendwie hinterlassen habt. Ein Hinweis noch, dass die entsprechende Auswertungssoftware, die wirft alle eure Kommentare, wie ihr seht, hier zu so einem großen Dokument zusammen. Einige von euch beschreiben in solchen Auswertebögen wie Frage Fu, beantworte ich hier nicht, weil das habe ich ja schon unter Bar beantwortet. Sehe meine Antwort dort. Das macht leider null Sinn, weil wir eure Antwort unter Bar überhaupt nicht der Fu-Antwort zusammen zuordnen können. Alles ist ja durcheinander sortiert und so weiter. Das an der Stelle nur als Hinweis, das macht leider wenig Sinn. Wir könnten jetzt das hier alles durchlesen, allerdings würde das AMA dann ungefähr 4 oder 5 Stunden gehen. Das geht ja seitenweise eure Kommentare, seitenweise eure Kommentare. Und ich bin euch sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe mal so durchgeschaut und ich habe den großen Tenor irgendwie versucht, irgendwie hier rauszuziehen. Also erstmal die Note 1,4, vielen, vielen Dank dafür. Ihr findet das Forum und das Discord, in diesem Fall würde ich das Plus hervorheben. Ja, ihr findet, dass beides existiert, findet ihr gut. Ja.
Einige haben bloß, wenn sie sich auf Discord fokussieren, was im Forum verpasst oder im Forum was verpasst, wenn irgendwie, Quatsch, im Discord was verpasst, wenn sie sich auf dem Forum spezifiziert haben. Das sehe ich ein. Ja. Das Forum bleibt unser erstes Kommunikationsmittel. In der Plauderecke bin ich trotzdem, oder die meine Jungs sozusagen sind da sehr aktiv. Und natürlich kann ich mich nicht davor irgendwie zurücknehmen, da auch meine Frage zu beantworten. Ihr wisst das alles, ich mache das täglich eigentlich. Trotzdem, das Forum bleibt die erste Wahl. Darum nehmen wir es auch besonders ernst, wenn ihr sagt, das Forum ist schon cool, aber es ist echt unübersichtlich geworden, weil die Anzahl der Beiträge da so monsterriesengroß ist. Das ist etwas, was wir auch so sehen. Ja? Wenn man die Suche im Forum benutzen kann, kann das schon sehr, sehr helfen. Trotzdem wird man Dinge auf jeden Fall an der Stelle verpassen, weil das Volumen einfach so riesig geworden ist. Wir werden in einer kommenden im Durchlauf von Informatik 2 wahrscheinlich wieder ein ähnliches Forum-Setup benutzen, den aber deutlich stärker strukturieren, sodass ich, damit sich die Dinge, die ihr irgendwie suchen wollt oder die ihr posten wollt, auf einen deutlich engeren Korridor irgendwie beziehen können und man viel zielgerichteter die ganze Geschichte irgendwie ja, durchsuchen kann oder irgendwie posten kann und so weiter. Ja? Okay, also das Forum wird wohl bleiben, Discord wird auch bleiben, aber wir werden versuchen, das Forum deutlich stärker zu strukturieren, sodass ihr euch an der Stelle besser zurückfinden könnt. Das finde ich in Ordnung. Ein anderes Ding war, dass YouTube wird als normalerweise sehr, sehr gut bewertet. Das freut mich auch. Hier wird irgendwie gesagt, Mensch, gut, dass der größte Mikrofon benutzt, bei dem einem nicht die Ohren abfallen. Auch das hat mich gefreut, das zu lesen, dass sowas euch auffällt. Ja, entsprechend machen wir uns auch Gedanken darüber. Finde ich super. Einige haben geschrieben, YouTube ist sogar besser als Präsenzlehre. Ja, schaltet den Hörsaal ab und so weiter. Dem kann ich nicht ganz folgen. Ja, es ist absehbar, dass die Informatik 2 genau in dem gleichen Modus läuft wie auch die Informatik 1. Mehr YouTube-Videos oder jedenfalls mehr virtuelle Lehre. Es ist schon in Ordnung für mich, aber so langsam habe ich dann den Rand voll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde euch lieber wieder gerne im Hörsaal sehen. Es wird nicht möglich sein. Darum kann ich den Punkt an der Stelle YouTube schlägt Präsenzlehre nicht unterschreiben oder unterstreichen. Aber es wird uns wohl leider noch in der Informatik 2 erhalten bleiben. Es freut mich trotzdem, dass ihr mit YouTube gut zurechtkommt und dass das besser läuft, als irgendwie Videos über Moodle oder Ilias oder irgendwie sowas zu schauen. Ich weiß, dass einige von euch geschrieben haben, Mensch, mach's doch so wie in der Mathematik 1, da wird irgendwie eine Live-Vorlesung gemacht oder film dich dabei, wie du an die Tafel pinselst und so weiter. Das hat meine Informatik 1 schon mal. Wer den Modus cool findet, der kann sich die entsprechenden Informatik 1 Videos von 18, 19 oder sowas anschauen. Das ist schon in Ordnung. Bin ich nicht so ein großer Freund davon. Deutlich ineffizienter Einsatz meiner Zeit. Ich brauche ein Kamerateam, das mich dabei aufnimmt, während ich hier einfach alleine in meinem Büro sitzen kann und die ganze Geschichte machen kann. Ich denke nicht, dass es dazu kommen wird. Ich glaube, wir werden den YouTube-Modus bis zum Ende der Informatik 2 einfach durchziehen. Okay. Anderer großer Punkt war, der letzte, den ich hier erwähnen müsste, es gab eine ganze Menge Punkte, war, hey, mach doch Abgaben zu zweit irgendwie. Ich fühle mich hier so alleine an meinem Schreibtisch, niemand kann ich irgendwie was fragen. Das kann ich übrigens nicht verstehen, denn ihr könnt alle im Forum und im Discord fragen, bis euch die Finger abfallen sozusagen. Da gab es entsprechend Kommentare wie, in dieser Forderung hilft mir niemand, ich bin auf mich alleine gestellt. Das kann ich nicht ganz parsen, wenn ich ganz ehrlich bin, okay? Aber Abgaben zu zweit erlauben, ich bin großer Fan von Teamarbeit. Ich sitze hier gerade im Team mit Chris zusammen, ohne den ich das hier nicht machen könnte. Glaubt mir, ich kenne den Wert von Teamarbeit, aber er hätte uns jetzt zu einer Präsenzklausur gezwungen. Und schauen wir mal, was wir in Informatik 2 machen. Ich denke mal, wir werden in einem ähnlichen Modus starten, in dem wir uns jetzt zurzeit irgendwie befinden, einfach um uns wieder die Option offen zu halten. Sollte sich im Wundersommer 2021 rausstellen, dass hier jeder Zweite geimpft ist, oder dass das Wetter einfach so cool ist, dass die Pandemie einfach zurückgedrängt wird. Vielleicht können wir denn die Präsenzklausur so schreiben. Wenn sich das abzeichnet, werden wir den entsprechenden Übungsmodus anpassen an der Stelle. So, okay, inzwischen sind Fragen aufgelaufen. Lass mal kurz schauen hier. Chris, du hast ein rotes Kreuz gesetzt. Heißt das, ich habe das nicht beantwortet oder ich soll das nicht beantworten? Du könntest es noch beantworten und ansprechen, wenn du willst. Okay, also Marie fragt, guten Tag, ich habe eine Frage zu den Abgaben. Ich verwende immer die Funktionsnamen und die Variablen vom Blatt. Allerdings habe ich dann immer vor allem bei kurzen Funktionen Angst, dass dann viele Leute genau das Gleiche haben könnten.
Da an der Stelle bitte keine Angst haben. Natürlich dürft ihr oder sollt ihr, natürlich sollt ihr und ihr müsst auch die Funktionsnamen vom Blatt verwenden. Wenn wir euch fragen, baut doch bitte eine Group-By-Funktion und ihr baut eine Gruppiere-Funktion, ja, dann dürfen sich die Tutoren irgendwie eine Zuordnung von euren entsprechenden Identifiern zu den Aufgaben, Identifiern suchen und so weiter. Super painful. Bitte benutzt die Identifier, die wir vorgegeben haben in den entsprechenden Blättern. Sollten die Implementationen von Funktionen super kurz sein, wie zum Beispiel das MyReverse, das mit FoldL zu implementieren ist, das gerade auf dem Übungsblatt steht. Ja, wer da mehr als einen Halbzeiler geschrieben hat, you're doing something wrong in diesem bestimmten Fall. Da sind wir uns natürlich voll bewusst, dass es an der Stelle eine kanonische Lösung gibt, die 80% der Studierenden irgendwie abgeben werden. An der Stelle sind wir natürlich auch von Hilfe der Plagiatschecks entsprechend insensibel an der Stelle. Klar? Okay, also gar kein Problem, nutzt die Namen von den Übungsblättern und verändert vor allem nicht die Namen, um irgendwie so eine Art Obfuscation oder irgendwie sowas reinzubringen. Das ist total kontraproduktiv. Okay, sehr gut. Wie kann man sich von der Informatik anmelden? Ich denke, Jan meint abmelden, oder? Ja, klar. Wie kann man sich von der Informatik abmelden? Reicht es, wenn man sich auf Infomark und dann aus dem Forum sein Konto löscht? Okay, also wenn du dich aus der Informatik 1 einfach aus dem Übungsbetrieb irgendwie verabschieden willst, dann musst du eigentlich gar nichts machen. Ja? Wenn du aus der Vorlesung irgendwie verschwinden willst, dann kannst du einfach aufhören, die Übungen zu bearbeiten und so weiter. Hast du dich aber formal angemeldet, über Alma oder über einen anderen offiziellen Weg zur Prüfung, deinem Prüfungsresultat, dann meldet euch an der Stelle ab. Ansonsten seid ihr weiterhin abgemeldet. Ihr bekommt von uns im Übungsbetrieb keine ECTS zugeordnet, weil ihr irgendwie keine Übungs mehr abgebt. Ja, null ECTS, das melden wir an euer Prüfungsresultat, weil ihr angemeldet seid und zack, seid ihr durchgefallen. Okay, also einfach aus dem Infomark und aus dem Übungsbetrieb verschwinden ist in Ordnung. Falls ihr aber angemeldet seid über Alma oder eure Prüfungsgerät, meldet euch da ab, sonst seht ihr alt aus am Ende. Okay? Alles klar. Das können wir nicht für euch machen, das müsst ihr machen. Alles klar. Ich glaube, ich habe das Prinzip von Fold verstanden. Aber ich tue mir immer noch schwer damit, dieses sinnvoll zu implementieren, also Fold einzusetzen, schätze ich mal. Okay, könnten Sie noch ein Beispiel dazu machen? Vorzugsweise eines, das an die Aufgabe 4a angelehnt ist. Okay, ich werde ja an der Stelle kein Beispiel dazu machen, aber ich kann euch den super Tipp geben, denkt in Form von Spine-Transformation. Okay, komm, ich mache hier kurz einen Spine. Ich male hier kurz einen Spine auf. Könnt ihr in der Zwischenzeit, kannst du Musik einspielen, Chris, in der Zwischenzeit oder so? Kannst du nicht. Okay. Alles klar, ich bin gleich fertig. So, okay. Bin schon fast fertig. Kann man sehen? Das, oh ja, man kann es sehen. Das ist die Spine. Ja? Das wäre eine Liste mit n Elementen. x1 bis xn. Okay? Fold kann eine Menge für euch tun. Aber die Arbeit, die Fold für euch auf so einer Liste verrichtet, ist eine Spine-Transformation. In dem Sinne ist es zwar sehr flexibel, aber dennoch sehr systematisch, was da passiert. Okay? Und ihr wisst schon, welches Bild ich jetzt hier malen werde. Darum habe ich jetzt eigentlich auch keine weitere Lust, hier ein entsprechendes Beispiel aufzuzeichnen. Das war die Spine-Transformation, die da an der Stelle stattfindet. Jedes Cons, das sind diese Paare, diese eckigen Kästen, die ich da gemalt habe, sind durch eine zweistellige Funktion C ersetzt worden. Jedes der XI findet sich da auch unverändert wieder. Unten das Empty ist durch, man sieht es jetzt nicht, weil mein Finger drauf ist, oh Mann, durch das Z ersetzt worden. Okay. Die meisten Probleme, die ich bei euch im Forum oder auch im Discord bei der Diskussion beim Einsatz von Fold irgendwie gesehen habe, ist, dass sich die Leute nicht die Zeit genommen haben, diesen Zettel hier zu zeichnen und sich zu überlegen, hey, was müsste so das Z und was müsste das C an der Stelle sein, was müsste das machen? Bitte denkt über Fold. Fold ist ein Schweizer Taschenmesser, das eine Menge Arbeit für euch machen kann, aber denkt über Fold nicht in Form von Magie nach oder so. Alles, was Fold für euch machen kann, ist das hier,
Okay, wenn es nicht ein Z und ein C gibt, das euch euren Job tun kann, dann ist Fold an der Stelle vielleicht nicht das richtige Werkzeug. Weil Z und C aber sehr flexibel formulierbar sind, kann Fold oft eingesetzt werden. Aber ich bitte euch, nehmt euch die Zeit und malt euch die entsprechende Spine auf. Malt euch die entsprechende Spine auf, die ihr implementieren wollt, sozusagen. Dann ergibt sich die Festlegung von Z und C automatisch und mehr braucht man nicht. Okay? Also das ist mein großer Tipp da. Rechner ausschalten, Tastatur beiseite legen, habe ich jetzt auch gerade gemacht. Ja, Zettel hernehmen, Bleistift hernehmen und die Spine-Transformation irgendwie aufzeichnen. Ich habe die in den entsprechenden Files, in den entsprechenden Videos und in den Slides nicht ohne Grund diese Spines immer aufgemalt. Okay? Das ist mein großer Tipp an der Stelle. Wenn, kleinen Moment, ich weiß, dass Markus jetzt wahrscheinlich unzufrieden ist und wahrscheinlich ein konkreteres Beispiel sich gewünscht hat, aber wenn es dir tatsächlich um die Implementation von Contains mit Fold gibt oder etwas Ähnliches sozusagen, bitte mach ein kurzes Posting im Forum, Markus, gleich hier hinter. Ich verspreche entsprechend darauf zu antworten mit einer konkreteren Spine-Transformation, wo nicht ein Z und ein C steht, sondern ein bisschen was Konkreteres, um den Hinweis darauf zu geben, wie man eine Contains-ähnliche Funktion mit Hilfe von Fold irgendwie bauen kann. Okay, Merlin fragt, meine Frage dreht sich um das Niveau zum Aufgabenblatt 8. Ist das Thema oder sind die Themen, die dort behandelt werden, einfach etwas komplexer oder habt ihr das Niveau etwas angezogen? Und werden die kommenden Blätter auch auf diesem Niveau sein? Okay. Sagen wir so, da gibt es mehrere Antworten drauf. Wir haben nicht das Niveau angezogen, um euch irgendwie in der zweiten Hälfte der Vorlesung irgendwie Trouble zu machen und so weiter. Die Niveaukurve wird jetzt also nicht irgendwie so exponentiell ansteigen. Dass das Niveau oder dass die Komplexität der Aufgaben zum Ende der Vorlesung ansteigen, ist ganz klar. Wir haben einfach mehr coole Racket-Konstrukte und überhaupt Denkweisen über Functional Programming im Kopf, die uns erlauben, jetzt interessantere und auch komplexere Dinge zu machen. Ja? Wir werden jetzt zum Ende der Vorlesung hin ja, deutlich interessantere, glaube ich, Aufgaben stellen können, aber die werden vielleicht in kleinere, mehrere Teilaufgaben zergliedert werden können, weil sie einfach komplexere Dinge irgendwie anpacken wollen. Unsere Intention ist nicht, euch an der Stelle jetzt in der zweiten Hälfte irgendwie auszubremsen. Ich denke, das ist eine ganz normale Progression an Komplexität, die ihr in jeder Vorlesung irgendwie erwarten dürft und so weiter. Ich habe in der Lehrevaluation öfter Kommentare gelesen, habe ich auch im Discord schon drüber geredet, wie, ey, ist das Uniniveau? Lol. Oder, ey, Kindergarten hier. Oder, kann es sein, dass die Aufgaben auf dem Niveau sind für Teenager, die sich seit 2 Wochen Programmieren beigebracht haben? Solche Kommentare hat es entsprechend auch gegeben. Natürlich gab es auch Kommentare wie, hey, ich operiere hier total am Limit und so weiter. Wenn es noch ein bisschen schwieriger wird, muss ich aussteigen. Alle, die ganze Bandbreite an Kommentaren haben wir an der Stelle bekommen. Ich denke eigentlich, dass wir mit dem Schwierigkeitseinschätzung der Vorlesung gar nicht so schlecht liegen, wenn ich mal hier zurückblättere in der Lehrevaluation. Ich kann euch das gleich zeigen. Mein Gott, ist das viel Text. Super, danke dafür. Warte mal, kleinen Moment. Kleinen Moment, ich muss kurz gucken. Sofort. Ah ja, hier. Ja, ich empfinde die Veranstaltung als zu einfach, angemessen, schwierig, zu schwierig. Ihr seht, wie die Verteilung ist. Ich bin mal ein bisschen zur Seite. Das ist die ganz normale Glockenkurve, so wie man sie irgendwie sich erhoffen würde. Ihr seid alle hier, mehr als 2 Drittel von euch sind in diesem Bereich und fühlen sich angemessen gefordert. Einige davon, das sind die Kindergartenleute, die haben uns hier natürlich, die finden die ganze Sache viel zu pipi einfach und denen kann man es wahrscheinlich überhaupt nicht recht machen. Wir versuchen hier diese mittleren Balken zu treffen, einfach aus Fairnessgründen und einfach auch damit wir euch irgendwie alle nicht überfordern oder unterfordern. Immer nicht ganz so einfach kann sein, dass wir mit dem Übungsblatt 8, ja, vielleicht irgendwie hier mehr in dem oberen Bereich irgendwie gelandet sind und euch damit irgendwie ein relativ schwieriges Übungsblatt gegeben haben. Das ist keine Intention und ihr müsst nicht erwarten, dass die ganze Geschichte jetzt irgendwie durch die Decke geht. Okay, ich weiß, wie das Übungsblatt 9 aussieht. Das Übungsblatt 9 ist voll mit awesome graphical stuff. Ja? Und ich würde das vom Schwierigkeitsgrad her niedriger einordnen als 8 persönlich. Ja? Merlin hat schon gefragt, wie ist denn das? Wird das Niveau jetzt so bleiben?
schwer zu beantworten, weil was Merlin einfach oder schwer fällt, ist bei mir vielleicht genau andersrum oder bei den anderen Leuten, die hier gerade in diesem Call sitzen sozusagen. Schwierig zu beantworten, nicht unsere Intention, euch irgendwie vor die Wand fahren zu lassen. Okay? Gebt uns entsprechend Rückmeldungen dazu, ob ihr die ganzen Sachen total langweilig einfach findet oder viel zu schwierig. Ich weiß, dass die Transpose-Aufgabe tough ist. Okay? Wenn ihr nachher die Lüsterlösung dazu seht, und ihr werdet sie sehen, weil wir sie euch nämlich zur Verfügung stellen für das Übungsblatt 9, dann werdet ihr sehen, was? Dieser Dreizeiler? Das kann auch wohl nicht wahr sein. Und wenn ihr dann diesen Dreizeiler anschaut und durch die entsprechenden Hinweise mit den Färbungen, ja, mit diesen farblichen Einfärbungen der Teillisten in dieser Matrix irgendwie anschaut, dann werden einige von euch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie super einfach die Geschichte ist. Aber was einem schwerfällt, ist, fällt dem anderen leicht, das ist schwer einzustellen. Okay. Anja fragt, ist es für MedTech-Studenten dieses Semester möglich, zusätzlich die Info 1 mit 9 ECTS zu belegen und nicht mit 6 ECTS? Das ist eine Frage, die nicht an uns hängt. Wir werden euch sicher nicht irgendwie aus der Vorlesung schicken, was, du bist MedTech, was machst denn du noch hier? Nach Übungsblatt 9 hast du ja nichts mehr zu suchen. Wir werden weiterhin eure Übungsblätter korrigieren. Ihr könnt weiterhin auf Infomark eure Punkte sammeln, wenn euer Prüfungssekretariat, das liegt auf der MedTech-Prüfungssekretariatsseite, wenn die sagen, ihr dürft eine Prüfung mit 9 ECTS machen, dann soll es an uns nicht scheitern. Von unserer Seite geht das in Ordnung. Wenn ihr eine Prüfung mit 6 ECTS macht, das ist der Default-Fall, ist nach den Bewertungen der Übungen nach Übungsblatt 9, das wir morgen ausgeben werden, Schluss. Okay? Also fragt nach bei den entsprechenden Kollegen von der MedTech. Und je nach Rücklauf, was ihr da an der Stelle bekommt, gebt uns wahrscheinlich dann per E-Mail individuell Bescheid, damit wir das entsprechend irgendwie bei uns registrieren können. An uns soll es nicht liegen. Okay. Ishara fragt, können Sie bitte erklären, wie man mit LED eine Rekursion durchführt? Nein, denn LED führt keine Rekursion durch. Rekursion entsteht durch Funktionsaufrufe, okay? Eine Funktion ruft sich, ja, normalerweise sich selbst, rekursiv auf und Funktionsaufrufe führen zur Rekursion. LED führt zur Bindung von Namen an Variablen. LED und Rekursion sind zwei Konzepte, die vollkommen orthogonal, also senkrecht aufeinander stehen und überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Darum kann ich die Frage leider nicht beantworten. Ich denke, Isharas Frage kann sich das vielleicht auf Splitlist beziehen, in der, oh ja, jetzt weiß ich was. Ja? Ja? Okay, alles klar. Okay, also lass uns kurz eine rekursive Funktion hier hinschreiben. Und zwar nur Auszüge dieser rekursiven Funktion, okay? Hier ist meine Funktion x, f hat einen Parameter x. Hier wird irgendwo der Body, ja, hier wird irgendwo der Body von f stehen. Und wenn f eine rekursive Funktion ist, ja, dann wird sich hier, was weiß ich, muss ja nicht gerade irgendwie x sein, vielleicht ist es x minus 1, das da reingeht. Okay. Das wäre so eine rekursive Funktion, okay? Gar kein Problem, noch gar kein LED im Spiel. Was passiert, wenn der Body von f so aussieht? Ja, coole Ausdrücke da drin. Komm, hier habe ich noch eine Klammer vergessen, so viel Zeit muss sein, ich kriege ja Geld dafür. So. Ja, was passiert, wenn die ganze Geschichte so aussieht? Ja, dann wird ja für die Bewertung oder für die Auswertung des Bodies von f, ja, von f von x, werden ja schon mal zwei rekursive Aufrufe ausgeführt. Okay, also ein Aufruf von f führt zu zwei Aufrufen von f von x minus 1. Jeder dieser einzelnen Aufrufe führt zu zwei weiteren rekursiven Aufrufen, der hier natürlich auch. Ja? Okay, also ein Aufruf von f führt zu zwei Aufrufen von f von x minus 1, die jeweils zu zwei Aufrufen von f von x minus 2 führen werden und so weiter und so fort. Das ist exponentielles Wachstum. Ich starte mit einem Aufruf, da kommen zwei weitere hinzu, dann kommen 2 mal 2, 4 hinzu, dann kommen 8 hinzu, 16. Das geht ab wie Schmitz' Katze. Das ist 2 hoch n Aufrufe an der Stelle, abhängig von dem Wert von x, den ich an der Stelle irgendwie einbringe. Okay? Das ist ein echtes Problem. Und alle eure Rechner oder all die versucht haben, Splitlist, jeder, der das hier sieht, erinnert sich irgendwie an Splitlist, in dieser Form zu schreiben, ist egal, auch wenn er ein M1 von Apple irgendwie gerade frisch auf dem Tisch stehen hat, vor die Wand gefahren.
Okay, das kann keine Maschine leisten, wenn das X an der Stelle irgendwie interessant groß war an der Stelle. Okay, jetzt kommt das Let ins Spiel und vielleicht ist das Isharas Frage. Was ich hier an der Stelle irgendwie machen kann, ist das Folgende. Ja, ich werde mir einfach ein Let hier irgendwie definieren und in dem Let werde ich einen Identifier T für temporärer Wert oder was weiß ich oder für Thorsten oder was weiß ich hier definieren und dort werde ich den rekursiven Aufruf ausführen. Okay, jetzt habe ich ihn ausgeführt. Alles klar. Und noch eine Klammer zu, weil das das letzte, die letzte Identifier ist, den ich benötige. Jetzt ist in T tatsächlich dieser entsprechende Wert verfügbar. Okay. Ja, überall, wo hier f von x minus 1 gestanden hat, Leibniz-Prinzip, kann ich auch T hinschreiben. Denn jeder Aufruf der Funktion f auf x minus 1 wird sowieso das gleiche Ergebnis T nämlich berechnen. Dann schreibe ich hier lieber zweimal T hin. Okay. Jetzt führt jeder rekursive Aufruf von f zu genau einem rekursiven Aufruf von f. Das ist ein lineares Verhalten, das ist wunderbar. Ja, den entsprechenden Wert von t kann ich hier einmal, zweimal, dreimal, fünfmal verwenden und kann damit diesem exponentiellen Wachstum an der Stelle entgehen. Ich denke, das könnte Isharas Frage gewesen sein und das wäre meine Antwort an der Stelle. Okay? Ihr erkennt alle das entsprechende Let, dass auch ihr auch ein Splitlist irgendwie verwendet habt an der Stelle, um euch vor dieser doppelten Rekursion zu bewahren. Übrigens, in den Videos zu Chapter 9, die ich gepostet habe, jetzt am Anfang der Woche, da gibt es eine entsprechende Diskussion zu Funktionen, die tatsächlich zweifache Rekursion, wie das F hier sozusagen ausführen. Und wie das durch die Decke gehen kann, das werden wir in einer zukünftigen Aufgabe von euch mal plotten lassen. Dann könnt ihr die entsprechende exponentielle Entwicklung, wie das tatsächlich durch die Decke geht, tatsächlich bei euch auf dem Bildschirm auch sehen. Okay. R mal fragt, wie kann man eine Funktion nur einmal in einer längeren Rekursion aufrufen? Sprich, wie kann ich eine Funktion genau in einem bestimmten rekursiven Auswertungsschritt aufrufen und in den anderen nicht? Die Frage ist sehr vage, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich die an der Stelle irgendwie richtig verstanden habe, sozusagen, R mal. Aber wenn ich eine rekursive Funktion schreibe, die irgendwie so aussieht, ja, dann wird sich ja normalerweise, ja, normalerweise eigentlich immer, wird sich hier ein entsprechendes Conditional finden, entweder ein if oder vielleicht ein tatsächliches Conditional. Und das Conditional wird das x anschauen oder sagen wir mal so, ja, das Conditional wird hier Prädikate auf x irgendwie auswerten. Zum Beispiel, hey, du x bist du 0, ja, oder hey, du x bist du 1 oder else. Ja. Und ich kann mir nicht denken, dass das tatsächlich Ermals Frage ist, die er an der Stelle irgendwie beantwortet haben möchte, weil ich jetzt natürlich volle Kontrolle darüber habe, was hier in diesen einzelnen Branches passiert. Ja. Diese Branches können entweder selber wieder zur Rekursion führen, ja, oder sie können nicht zur Rekursion führen und mir gleich einen Wert hier an der Stelle berechnen. Damit habe ich natürlich volle Kontrolle darüber, je nachdem, wie mein Argument aussieht, ob es zu einer Rekursion kommt und zu genau welcher Rekursion kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ermals Frage gewesen ist, weil das einfach das Default-Layout einer Funktion ist, die einen Rekursionsabbruch hat, wie hier, und andere rekursive Fälle hat, wie den hier. Ich denke mal, das wird nicht ermals Frage gewesen sein, darum werde ich mal keine weitere Zeit darauf verschwenden und darauf warten, dass er das entweder im Forum fragt oder hier nochmal weiter näher spezifiziert. Niklas fragt, wie lang ist die durchschnittliche Arbeitszeit in dieser Vorlesung? Also ich bin normalerweise um 8:30 Uhr oder 9 Uhr im Institut bis 18 Uhr ungefähr. Was ist die Frage? Die Frage kann ich, geht es darum, wie viele Stunden sollte man durchschnittlich aufwenden, um ein Übungsblatt zu bearbeiten? Total mega variabel. Ihr habt schon die entsprechenden Postings gesehen im Discord. Am Mittwochnachmittag, 15, 16 Uhr, posten wir das Übungsblatt. Am Mittwochabend, 20, 21 Uhr, gibt es die ersten Leute in Discord, die sagen: Hey, ich bin durch. Sauber. Zwischendurch habe ich noch gegessen. Nach 2,5, 3 Stunden bin ich durch das Übungsblatt durch. Und ich bin der Meinung, dass man tatsächlich einige von diesen Übungsblättern innerhalb von 2 Stunden bearbeiten kann. Einige von euch werden für die Übungsblätter 20 Stunden benötigen, ja, weil sie entweder in irgendwelche Sackgassen zuerst irgendwie reinlaufen
Aufgaben irgendwie verwerfen müssen oder Lösungsansätze verwerfen müssen. Die Bandbreite ist so groß, dass ich mich weigere, an der Stelle mit einem Integer zu antworten. Die Arbeitszeit oder die Bearbeitungszeit für die Übungsblätter ist in dieser Vorlesung wahrscheinlich irgendwie so. Ja. Ich kann hier die Dings gucken. Ich kann auf die Lehrevaluation gucken. Da habt ihr, glaube ich, irgendwie Angaben dazu gemacht. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ah ja, hier. Oh ja, das passt eigentlich ganz gut seht ihr hier? Wie viele Stunden benötigen Sie, zum Beispiel Niklas, durchschnittlich zur Bearbeitung eines Übungsblatts? Okay, und das sind die Antworten, die ihr an der Stelle gegeben habt. Das ist die beste Antwort, die ich euch an der Stelle irgendwie geben kann. Ihr seht es, dass es tatsächlich Kommilitonen gibt, die jeweils nach 2 Stunden mit der ganzen Geschichte durch sind. Ja, normalerweise hier befindet man sich im Bereich zwischen 5 bis 10 Stunden. Und ich denke, dass wir da mit dem Design unserer Übungsblätter eigentlich genau den Spot treffen, den wir beabsichtigt haben. Was hier unten stattfindet, ist, wenn das tatsächlich die durchschnittliche Bearbeitungszeit ist, dann ist das etwas, was wir hundertprozentig nicht beabsichtigt haben, was wir beim Longtail so einer Verteilung überhaupt niemals vermeiden können. Weil wir euren Arbeitsstil nicht kennen, wir kennen eure Vorkenntnisse nicht, wir wissen nicht, wie tief ihr in dem ganzen Ding drinsteckt, wie leicht euch die ganze Geschichte fällt und so weiter. Kann man niemals verhindern. Aber ich denke, das ist die beste Antwort, die ich Niklas hier an der Stelle geben kann. Können MedTechs fehlen? Oh, Mann. Sorry. Aya fragt, können MedTechs fehlende Punkte durch Bearbeiten der ÜBs 10 bis 13 nachholen, um die 60% oder mehr zu erreichen? No way! Ihr dürft das Übungsblatt 14 bearbeiten, um fehlende Punkte zu erreichen, aber nicht aus den ÜBs 10 bis 13. Wäre mega unfair gegenüber allen anderen Studierenden, die diese Möglichkeit nicht haben. Laura fragt, ich habe eine Frage zur Aufgabe 4b. Implementiere distinct. Übrigens finde ich das super gut, dass Laura an der Stelle sagt, hey, Aufgabe 4b ist die Distinct-Aufgabe. So oft posten Leute bei euch, ich habe eine Frage zur Aufgabe 3c. Und ja, was ich dann mache als erstes, okay, lass mal das PDF für das Assignment raussuchen. 3c? Mensch, war das jetzt das oder das? Ja, hilft sehr, an der Stelle ein bisschen Kontext zu geben. Vielen Dank, Laura. Also, implementiere Distinct. Muss man bei der Implementation von Distinct auch Filter benutzen? Oder kann man es auch ohne machen? In der Implementation von Distinct spielt Filter eigentlich keine Rolle. Ist das die Antwort irgendwie? Also ich kann mir eine Implementation von Distinct denken, in der man das Filter irgendwie einbacken kann und so weiter. Allerdings würde ich mich, das ist nicht die Intention hier an der Stelle. Wahrscheinlich kann man es irgendwie machen, vollkommen unnötig. Ihr müsst natürlich eine Fallunterscheidung treffen. Hey, bist du Element ein Duplikat? Ja oder nein? Es wird also eine Fallunterscheidung geben. Die wird aber nicht durch Filter implementiert werden. Die wird durch einen Conditional implementiert werden. So. Wir haben eigentlich unsere Default-Länge erreicht hier. Wir sind jetzt nämlich bei ungefähr 50 Minuten bei dem Ganzen. So sind die bisher eigentlich immer alle gelaufen, diese Amas. Das scheint irgendwie so eine Art Sweet Spot zu sein, bei der man die ganze Geschichte irgendwie abbricht und einen Deckel drauf macht. Oder Chris? Ist da gerade Activity? Ja. Sauber. Okay, dann nehme ich die Gelegenheit dieses kleinen Breaks wahr und mache tatsächlich den Timeout hier oben drauf. Ich danke euch für das Interesse. Das entsprechende Posting, das echt super wichtig ist, zu den Anmeldemodalitäten im Forum, kommt in den nächsten Stunden, vielleicht kommt es auch morgen und so weiter. Es kommt natürlich super zeitnah, weil wir von euch wollen, dass ihr bis 31. Januar diesen entsprechenden Infomark-Haken setzt. Okay, also versprochen dazu, Details dazu zu den Anmeldungen kommen in den nächsten, echt heute oder morgen. Und dann können wir auch formal die ganze Übungsgeschichte irgendwie in eine Prüfungsgeschichte irgendwie umwandeln. Alles klar. Dann möchte ich euch an der Stelle ganz herzlich danken. Nochmal ganz, ganz doll danke für die Lehrevaluation. Wenn mir da noch Dinge auffallen beim Durchschauen, kann ich auch im Forum irgendwie dazu nochmal was sagen. Gibt auch noch ein AMA 5, das wir dann in 2 Wochen irgendwie einsetzen. Ich möchte alle MedTechs an der Stelle hier verabschieden, weil das nächste AMA wäre eigentlich schon Post
Übungsblatt 9. Und das Übungsblatt 9, das, das wir raus, morgen rausgeben, das ich besonders geil finde, wenn ich ehrlich bin. Ihr wisst, würdet, morgen werdet ihr sehen, warum. Wird das letzte sein, das die bearbeiten. Ich danke euch für euer Interesse. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal für das Übungsblatt, das Bonus-Übungsblatt 14. Ansonsten haut rein und ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Alle anderen, wir sehen uns im Forum, im Discord oder hier in 2 Wochen. Haut rein, tschö, tschö. Ciao.